ist Susanne Rützner. Ich bin eine der 7 Künstler hier in der Galerie an der Ampel in Altenburg. Und hier findet eine Ausstellung statt unter dem Motto Kunst verbindet. Innerhalb der Kunstwoche, die vom 24. August bis zum 1. September diesen Jahres stattfindet. Ja, meine Kunst zeichnet sich besonders aus durch einen sehr wilden Pinselstrich, viele Farben, expressive Farben. Und ich habe meine Reiseeindrücke von allen Kontinenten hier mit verarbeitet. Verschiedene Länder dieser Welt. Und hier zeige ich Bilder aus Peru zum Beispiel oder eins von der Schweiz, das ist das Matterhorn. Hier ist die Insel Aruba zu sehen, das ist in Südamerika. Ja, also das ist ein wunderschönes Acrylbild, besonders in Türkisfarben dargestellt. Dann habe ich noch ein Bild aus Marokko, eine Wüste in Marokko. Und dann habe ich noch Bilder aus Südafrika. Da ist zum Beispiel der Tafelberg zu sehen, den zeige ich hier. Das ist der legendäre Tafelberg in Kapstadt mit Devil's Peak und den Lions. Genau. Und dann habe ich auch noch Bilder mit einem Motiv aus Lesotho. Das ist ein kleines Land. In Südafrika. Und hier habe ich südafrikanische Frauen. Und diese beiden Bilder, die sind direkt in Südafrika entstanden. Aha. Okay. Da habe ich sie direkt gefunden. Und wie lange haben Sie so gebraucht? Wie lange habe ich gebraucht? Ein paar Stunden habe ich gebraucht. Ich habe die Leinwand mitgehabt, bemalt und dann habe ich sie zusammengerollt und hier habe ich sie dann auf den Keilrahmen gespannt. Die beiden. Die beiden Bilder, ja, genau. Okay. Die Farben habe ich auch in Südafrika gekauft. Und aus Marokko? Marokko, das ist das orange Bild, das ist eine Wüste mit der Fata Morgana. Und wie lange waren Sie da in Marokko? In Marokko war ich nicht. Das war einfach so eine Idee und eine Laune, da habe ich dieses Bild gemalt. Aber ich selber war in Namibia in der Wüste. Namibia. Und die ganze Woche oder Monat in der Wüste oder wie? Ich war, ja, ich glaube, ich war 2 Wochen in der Wüste insgesamt. Und die Reise damals nach Südafrika, Lesotho und Namibia umfasste 12 Wochen. Und diese Sandwüste in Namibia, waren Sie so direkt dorthin? Ja, ich war direkt da drin, also mehrere Wochen. Ja. Und das ist die älteste Wüste der Welt, die Wüste Namib. Und sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr vielfältig. Ja. Da gibt es ganz viele schöne Highlights. Also ich war bestimmt nicht das letzte Mal dort. Ja. Gut, was sehe ich so? Ja. Und das ist auch... Genau, das sind Kunstobjekte mit Spachtelmasse hergestellt und auf Korbmaterial oder das sind Gärkörbe. Und hier habe ich Material gesammelt von meiner Südamerika-Reise. Hier zum Beispiel, diese Schale heißt Machu Picchu in Schale. Hier sind Kronkorken drin mit dem Motiv des Machu Picchus. Das ist ein Weltkulturerbe in Peru, im Urwald. Und ja, ich habe das gesehen, hatte die Idee und habe es einfach umgesetzt. Und diese Kronkorken sind auch während der Südamerika-Reise, habe ich die so eingesammelt und dann ist das auch entstanden. Schön. Und die gehört auch? Genau, das gehört auch dazu. Das sind Schalen mit Muscheln, die ich von allen meinen Reisen gesammelt habe. Und ich habe sie hier quasi verarbeitet und präsentiere sie jetzt als Muscheln aus aller Welt. Und die Ostsee ist auch dabei? Die Ostsee ist auch mit dabei. Also wirklich alles, würde ich sagen. Okay. Überall, wo ich war, am Wasser. Super. Genau. Und seit wann haben Sie diese Hobby entdeckt oder beruflich? Ist es so, jetzt ist es so als Beruf oder irgendwie? Also ich habe schon als Kind mich sehr viel für Kunst interessiert. Ich habe mein Abitur in Kunst gemacht. Und ich habe eine Zeit in Frankfurt am Main gelebt, da habe ich eine 5-jährige Malschule besucht, bei einer Künstlerin direkt im Atelier. Und danach habe ich gedacht, jetzt möchte ich das alles umsetzen, meine Leidenschaft. Acrylmalerei, Specksteinbearbeitung habe ich auch gemacht und manchmal auch mit Holz. Also alles, was
Was mich belebt, was mir Freude macht, setze ich um und ich zeige es gern. Und die Reisen inspirieren mich. Ich brauche diese Reisen in alle Welt, damit ich so schöne Bilder malen kann. Ja, also ich bedanke mich. Ja, sehr und diese Kunstwoche geht so seit Seite 24. Genau, ne, da war die Eröffnung und bis zum 1. September. Und heute Abend ist die Vernissage. Also heute Abend wird diese Ausstellung hier offiziell eröffnet. Um 19.30 Uhr geht es los und wir freuen uns für jeden, über jeden Gast. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Ja, damit so die Leute wissen. Heute ist Montag, wissen, der 26. Ja, okay, August. Okay. Ja. Ich bedanke mich und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Ausstellung. Dankeschön. Dankeschön. So, ein Foto noch. Ja, gerne. So. Ja. So. Zack. So.